Und damit ein herzliches Willkommen zur FIFA 19 Energie-Cottbus-Karriere. Wir starten neu rein in eine neue Karriere. Trainerkarriere mit Energie-Cottbus. 1,3 Millionen Transferbudget, Vereinswert 3,7 Millionen. Energie-Cottbus wurde 1966 gegründet. Seine Spieler absolviert der Verein in Cottbus. Der Verein ist derzeit Mitglied der dritten Liga. Okay, jetzt eine Realität nicht. Aber ja, ist halt auch vom letzten Jahr. Und angekommen in der Karriere, und zwar, ja, geht jetzt in Vorbereitungscup zu Werke und das ist das aktuelle Ziel. Ich werde es jetzt noch zum Besten umbauen und dann geht es dann weiter. Das ist das aktuelle Team, und zwar habe ich hier Weidlich von Rechtsverteidiger in den rechten Hinterfeld gepackt und Emmerich, die Leihgabe von Aue, in die Rechtsverteidigung gepackt. Des Weiteren den rechten Flügel ins Zentrale und ja. Das ist der Kader halt. Eine Folge, und zwar um die komplette Saison. Also in einer Folge gibt es eine komplette Saison. Und zwar, wir haben 1,3 Millionen Transferbudget. Ist jetzt nicht ganz viel, ist überhaupt nichts. Aber ich habe auf der Transferliste einen Kevin Scheithauer, einen Marcel Baude, einen André Starzev, einen Fabian Kraulenz und einen 17-jährigen Poschinski, aber ne. Dann habe ich noch mit Knechte, Rag, Stavecki 3 auf der Leihliste. Und nun meine Wunschspieler, und zwar Borgmann von Venlo, der ist ein Echter. Die beiden Brückmänner Felix und Florian von Jena sind ja auch ein Echter. Pilivan ist ja auch ein Echter. Kütsch ist, war im Gespräch gewesen vor der Saison. Heidrich ist ja da. Taz ist da. Moser war ja da gewesen und ist jetzt nicht mehr da. Aber und ich glaube, ich werde noch verstreichen, weil wir haben zwei junge Keeper mit Simon und mit Stavecki und mit Zweitschüler, dann Fandrich, Ex-Cottbusser bei Aue, war ja auch im Gespräch gewesen, vor der Saison zurückzuholen. Dann die Breitfeder hier noch bei Lotte, selbst beim Wilson, hatte sogar das Trikot schon getragen, war Probespieler gewesen. Bietjikui war auch im Gespräch gewesen, ist dann aber zu Oldenburg gegangen, hat auch schon Vorbereitung mitgemacht. René Eckert ist halt eine Jena-Legende und der war aber auch im Gespräch gewesen, aber naja. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch einen Ex-Cottbusser mit Alexander Wittroff von KFC Uerdingen, aber ja, mal gucken. Zweite Testspiel wird eine 2-0-Niederlage und somit sind wir schon raus. Dann aktuell zwei Spiele, 0 Punkte. Dabei ist Philipp Knechtel an Guangzhou nach China verliehen für ein Jahr. Und dann geht's rein ins dritte und letzte Spiel gegen Venedig. Das gewinnen wir mit 2:1. Trotz 1-0 Rückstand macht in der 36. Minute Biazzi das 1:1 und Viteriti macht 2 Minuten vor Schluss in der 88. Minute das 2:1. Und wir haben was Neues zu verkünden, nämlich Marcel Baude wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Fayed für 230.000, 140.000 kriegen wir. Starzev ist verkauft für 330.000, 210.000 kriegen wir.
Und somit haben wir mittlerweile 2,4 Millionen auf der. Damit war es das mit dem Spiel. Wir haben einzeln verloren. Hier in der 86. Minute. Rote Karte gab es in der 52. Minute. War echt dumm gewesen von mir. Ja, kannst du halt nichts machen. Ja, einzeln verloren gegen Rostock. Wir sehen uns. Der Auswärtssieg. In der Realität 2-0 gewonnen. Hier nur 1-0 gewonnen. Aber es geht vollkommen klar. Schalthauer 5 für 510.375 springt heraus durch die Freigabesumme. Es wird ein 1 zu 1. Und damit ist er unter Vertrag genommen. Er hat einen 350.000 Marktwert. Wir können ihn für 300.000 Euro von KFC Oerdingen holen, also noch unter den Marktwert. Und ja, aus Würzburg kehren wir ohne Punkte. Gegen Meppen gibt es ein 2 zu 2. Und in München, und wie wir hier sehen können, haben wir Dominik Pelivan verpflichtet. Jetzt gibt es ein torloses 0 zu 0. Ja, Mama kam rein für rein. Die Fahrt nach Münster war umsonst, wir verlieren 2 zu 0. Und jetzt zocken wir auch mal ein Spiel selbst, und zwar gegen Halle. Wir in roten Hosen und weißen T-Shirt, Halle andersherum in roten T-Shirt und weißen Hosen. Das ist die Aufstellung. Und dann sind es am Ende 3 Punkte. Wir gewinnen gegen den HFC mit 1 zu 0. Wir uns nach 9 Spieltagen mit 9 Punkten auf Tabellenplatz 13. Und wer ist so oben? Wiesbaden ist Erster, die haben zwei Niederlagen, eine gegen uns, Wildparkstadion, und es gibt einen einzelnen Auswärtssieg durch Rangelow. Perfekt, Alter. Jetzt geht es gegen die Westsachsen aus Zwickau. Ja, dann gibt es einen souveränen 5-0-Sieg gegen Zwickau. Geil. Zwickau 5-0 gewonnen haben, gibt es dann ein 0-0 gegen Köln. Ein 3-1-Sieg gegen Jena. Eine bittere 3-0-Auswärtsniederlage gegen Kaiserslautern. 2-0-Sieg gegen Lotte. 3-0-Niederlage gegen Osnabrück. 2-1-Sieg gegen Aalen. 2-1-Sieg gegen Uerdingen. 2-1-Niederlage gegen Aalen. 2-0-Niederlage gegen Braunschweig, 1-1 gegen Rostock, dann war es für das Jahr 2018, dann gegen 19, Wiesbaden 1-1. Spiel von Unterhaching 2-1 besiegt, Würzburg 1-1. Meppen 2-1 geschlagen, 1860 München 1-0 geschlagen, Groß Asbach 1-1, Münster 1-0 gewonnen, Halle 2-2, Karlsruhe 0-0, Zwickau
2-1 geschlagen. Fortuna Köln 3-1 geschlagen. Jena 2-1 verloren, wie in der Realität. Kaiserslautern knapp 3-2 verloren. Lotte 1-0 verloren. Osnabrück 3-2 verloren, also ein bisschen Hänger gehabt. Und dann gegen Uerdingen 3-1 verloren. Für 1,7 Millionen Clemens Fandrich. Und nun das letzte Spiel gegen Braunschweig wird gespielt. Eine Ja, 4-0 Auswärtssieg in Braunschweig, Saisonabschluss. Es ging um nichts mehr, trotzdem sehr, sehr nice. So, dann gucken wir uns wahrscheinlich die Statistiken an und alles sowas und dann war's das. 55 Punkte am Ende geholt. Das ist stimmt. 3 Wochen das Schuljahr um. Schon. Scheiße. Was ein Scheiße. Scheiße. Damals 6 Wochen Sommerferien. Ach du Scheiße. Das ist jetzt so lange, Alter. Das ist halt nicht schon wieder 6 Wochen Schule, Freunde. Ja. Geht mir genauso. Ja, als ob, Alter. Das war natürlich alles nur Spaß, ne? Das war natürlich alles nur Saas. Nee, natürlich ist kein Spaß. Ah! Hopp. Wir lieben Cottbus. Cottbus ist ein. Nein! Cottbus ist ein Scheiß. Also, ciao. Also, das ist ein längeres Video.